Ich wurde getaggt von Livia Florentine zum Problemzonen-Tag. Wahrscheinlich nicht ganz ernsthaft getaggt, aber ich mache den auf Spaß dann einfach trotzdem mal. Die erste Frage ist: Was ist deine Konfektionsgröße? Momentan wieder M. Teilweise, als ich 93 Kilo wog, war es L. XL noch nicht, ne? Also momentan ist es M, manchmal L, aber ja, ich gehe jetzt wieder in Richtung M, weil ich versuche auf 78 Kilo abzunehmen. Bin jetzt bei 86 von 93. Zweite Frage: Mit welchem Körperteil bist du unzufrieden und warum? Ich bin eigentlich mit gar keinem Körperteil. Also ich bin mit gar keinem Körperteil unzufrieden, muss ich ehrlich sagen. Drittens, wenn du etwas zu deinem Vorteil verändern könntest, was wäre das? Warum könntest? Ich tue es. Bodybuilding. Viertens, wie stehst du zu Schönheits-OPs? Also ich denke, dass man das Geld sinnvoller nutzen kann und dass Selbstbewusstsein und Schönheit von innen kommt und deswegen total, na nicht total, aber relativ unnötig ist. Aber ich habe jetzt nichts dagegen, wenn das immer irgendjemand macht, weil es... Was soll mich interessieren, was andere machen, solange die anderen keinen Schaden sollen sie halt machen. Fünftens, was nervt dich an den Modekonzernen? Ja, Kinderarbeit und sowas. Deswegen kaufe ich halt auch fast nichts und wenn dann nicht beim Modekonzern. Wo kaufst du gerne Klamotten ein und warum? Also gerne Klamotten kaufen tue ich eigentlich gar nicht, weil ich überhaupt nicht allgemein nicht gerne Sachen kaufe. Und ich habe jetzt seit ungefähr 4-5 Jahren keine Klamotten mehr gekauft, aber wenn, dann würde ich sagen, bei Kleiderkreise. Siebtens, was findest du an dir selbst attraktiv? Also der Tag ist ja wahrscheinlich rein körperlich ausgerichtet, also soll um körperliche Sachen gehen. Körperlich attraktiv, eigentlich das Gesamtbild, würde ich sagen. Jetzt nichts Einzelnes besonders irgendwie. Achtens, findest du dich hübsch? Ja. Neuntens, welche Tricks verwendest du, um deine persönlichen Problemzonen zu kaschieren? Gar keine. Als ich früher was dicklicher war, habe ich halt weitere T-Shirts getragen. Aber ja, einfach nur, weil sich das unangenehm anfühlte, wenn man halt dann so ein enges T-Shirt trägt. Zehntens, was soll sich da draußen in der Welt oder an dir verändern? In Bezug auf Problemzonen und Mode stelle ich gar keine Forderung, was sich ändern soll, sondern ich versuche halt, mich selbst zu ändern und damit dann andere zu inspirieren. Also ich mag allgemein diese Manipulationsgeschichte nicht, dieses, na egal, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ja, diese Sache, dass das Selbstbewusstsein halt von innen kommt und nichts mit Äußerlichkeiten zu tun hat. Und dass die Gesellschaft da halt auch viel toleranter sein sollte, in Bezug auf Aussehen. Also ich hätte zum Beispiel kein Problem damit, wenn jemand irgendwie total viel Pickel hat oder übergewichtig ist oder sonst was, dass man halt den Wert eines Menschen nicht von so einem Quatsch einfach abhängig macht. Ja, das war der ganze Tag. Tschüss. Ey, sogar am Sonntag die ganzen scheiß Autos, ey, das gibt's nicht.